Also Arbeitsplätze werden wir hier 40 zu Beginn haben. Die ersten Kolleginnen und Kollegen sind auch bereits in Ausbildung in anderen Instandhaltungswerken der Gruppe. Von unseren 85.000, 86.000 Wagen können wir hier 2.000 Wagen im Jahr anfassen. Warum eigentlich Großrieschen? Und von daher sind wir sehr zuversichtlich, dass wir spätestens im Januar hier dem ersten Wagen einen Klaps von Puffer und dann wieder zum Kunden geben können. Große Ansiedlung in Großrieschen sozusagen, VTG, um erstmal das Unternehmen vorzustellen. Wer investiert hier und wer will hier sesshaft werden? VTG ist der größte Anbieter von Waggons, von privaten Waggons in Europa. Das heißt, wir vermieten Fahrzeuge an Verlader, wie zum Beispiel die BASF, die auch hier heute eine Eröffnung hat, gar nicht mal so weit von hier, aber genauso gut an eine Deutsche Bahn zum Beispiel, an große Getreidehändler. Alles das, was auf der Schiene transportiert werden kann, das kann in den Waggons der VTG transportiert werden. Und klassischerweise vermieten wir die Fahrzeuge und die sind dann über einen längeren Zeitraum in ganz Europa unterwegs. Also die volle Bandbreite von Güterwaggons. Kann man ja sagen, oder? Ja, es gibt fast nichts, was wir nicht auch im Portfolio haben. Mit Ausnahme von strahlender Ladung kann man alles auf unseren Fahrzeugen transportieren. Was entsteht jetzt hier? Das ist ein Instandhaltungswerk für Güterwagen, ähnlich wie man sich das eigentlich bei PKWs vorstellen kann. Da gibt es einen TÜV, so gibt es Revisionen für Waggons und wir können Revisionen hier durchführen. Das ist also die schwere Instandhaltung. Aber was ganz Besonderes ist, dass wir das Werk von vornherein so ausgelegt haben, dass es auch mit kleineren Instandhaltungsarbeiten wirtschaftlich ist. Quasi so ein Pitstop, der schnell durchgeführt werden kann und schon kann das Fahrzeug wieder zum Kunden zurückgehen. Genau darauf ist das Werk ausgelegt und das macht es besonders, weil es eine moderne Infrastruktur ist, während die übrigen Instandhaltungswerke in Europa eher Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte alt sind, sind wir hier brandneu unterwegs und von daher wagen wir auch neue Wege. Sie haben heute auch immer wieder betont, es ist ein klimaneutrales Werk in dem Sinne. Inwiefern denn? Wir haben von vornherein auf die Verwendung zum Beispiel von Erdgas oder Erdöl für die Heizung verzichtet. Wir haben Photovoltaik zu Beginn gleich installiert. Die Heizung ist entsprechend mit Wärmepumpen vorgesehen. Von daher, wir als VTG wollen im Jahr 2040 klimaneutral sein. Und das ist hier für uns ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, das erste neue Werk auch von vornherein klimaneutral aufzustellen. Jetzt natürlich auch nochmal die Frage, warum eigentlich Großrieschen? Was waren die Anhaltspunkte zu sagen, ja, das ist ein perfekter Standort? Es ist die zentrale Lage in Deutschland, aber es ist die Gleisinfrastruktur. Wir können nur dort mit den Fahrzeugen sein, wo es die Gleise gibt. Zum einen gab es hier immer noch einen Gleisanschluss und zum anderen gibt es hier ungefähr 2 Kilometer entfernt eine große Gleishafe, also ein großer Rangierbereich. In Summe sind das so ungefähr 11 Kilometer. Die haben wir miterwerben dürfen und da können wir in großen Mengen Fahrzeuge von unseren Kunden in Empfang nehmen, aber genauso gut auch wieder zur Verfügung stellen. Hat man das nicht, dann atmet man quasi so in kleinen Mengen. Das ist nicht wirtschaftlich. Wir wollen in großen Mengen große Frequenzen hier bedienen und von daher war die vorhandene Gleisinfrastruktur, die wir übernehmen durften, die Voraussetzung für uns hier anzusiedeln. Große Menge ist das Stichwort, um mal vielleicht auch eine Hausnummer zu nennen. Was kann denn hier pro Jahr geschafft werden tatsächlich an Waggons? Von unseren 85.000, 86.000 Wagen können wir hier 2.000 Wagen im Jahr anfassen. Das ist, nicht jedes Fahrzeug muss einmal im Jahr in die Instandhaltung, aber wir arbeiten eben auch mit vielen anderen externen Partnern und haben von daher einen Mix von ungefähr 1/3 der Kapazitäten machen wir in eigenen Werken und 2/3 in Vertragswerkstätten. Das lässt mich auch nochmal zu anderen Hardfacts kommen. Wir reden immer gerne über Arbeitsplätze, Investitionen, wenn wir da mal vielleicht einen Rundumschlag geben. Also Arbeitsplätze werden wir hier 40 zu Beginn haben. Die ersten Kolleginnen und Kollegen sind auch bereits in Ausbildung in anderen Instandhaltungswerken der Gruppe, sodass, wenn hier der Schlüssel gedreht werden kann zur Eröffnung, dann auch die Mitarbeiter da sind. Und wir haben hier einen 8-stelligen Betrag investiert, damit das Ganze dann auch Anfang nächsten Jahres in Betrieb gehen kann. Stichwort neue Mitarbeiter, Fachkräfte, man hört es ja überall, ist so eine Geschichte. Ist man da auch teilweise in Konkurrenz natürlich mit dem nebenan entstehenden großen Bahnwerk von der Bahn? Da stehen wir in Konkurrenz, aber nicht nur zum ICE-Instandhaltungswerk in Cottbus. Das gilt genauso gut auch für viele andere Betriebe. Gerade ob es Schlosser oder Schweißer sind, ob es Ingenieure sind, da stehen wir in vielfachem Wettbewerb zueinander. Deshalb müssen wir eben auch besonders attraktiv sein und auch in die eigene Ausbildung einsteigen. Wie sind denn jetzt hier die konkreten Pläne? Wann kann hier der erste Waggon einrollen? Da sind wir gerade noch mit unserem Projektleiter so ein bisschen in der Endphase. Entweder wird es der Dezember diesen Jahres oder Januar nächsten Jahres. Wir sind unheimlich weit vorangeschritten. Alles das, was arbeitsaufwendig und komplex ist, das ist hier schon passiert. Das sieht man nicht, weil das ist zu großen Teilen schon im Boden versenkt. Und jetzt kommen quasi nur noch die Aufbauten. Und von daher sind wir sehr zuversichtlich, dass wir spätestens im Januar hier dem ersten Wagen einen Klaps von Puffer und dann wieder zum Kunden geben können. Warte mal.